Hier sind noch Leute, aber ob die 14 voll machen? Priesterschaft der Komir, am Nun braucht euch. Bringt alle überlebenden Zivilisten in Sicherheit. Tut, was der Kommandeur sagt. Oreen, öffnet die Tore. Aber da sind doch Drachen. Keine Zeit für Erklärungen. Macht schon. Alter, irgendwie eine dicke Kuppel dahinter. Was ist das? Ist das Oreen? Das hat aber gedauert. Grüner werde ich nicht mehr, müsst ihr wissen. Aber Schluss mit dem Gerede. Diese gebrandmarkten Leutnants lassen Untote auferstehen. Ich hoffe, ihr habt eure auferstandenen Zertrampelstiefel. Den hätte ich auch mal aufmachen. Ich hoffe, ihr habt eure auferstandenen Zertrampelstiefel angezogen. Ist ja schön. Grüner werd ich nicht mehr. Hat er auf Deutsch gesagt. Das wurde aber auch Zeit. Grüner werd ich nicht mehr. Oh, ist das schön. Oh. Genug jetzt. Was ist mit dem Hauptmann da? Warum hat er ein grünes Sternchen? Die Viecher hier, die drumherum sind, erstmal kommt. Ja, mach ich ja. Ich glaube, sie heilen die Gebrandmarken. Dann zielt auf die Kristalle. Ich komm zu dir rüber. Die sollen Kristalle kaputt machen. Hilfe, bitte. Ach, hier. Greif mein Ziel an. Ja, die Typen hier, die todesgebrandmarkten Leutnants, ne? Aua! Oh, das hat aber wehgetan. Ich brauche Heilung. Tut im Allgemeinen sehr weh. Aufgeladen! Nein! Bitte helft uns! Ich werde schnell. Das soll man unter 12 Minuten schaffen können. Höher. Wisst ihr, das ist noch ein Erfolg. Jo, Tatsache, hier ist noch einer jetzt aufgepoppt. Ups. Ich helf dir. Ridlock auch. Ja. So, davon haben wir noch was. Ein schlechter Kampf. Wo ist der Zünder? Wow! Kristall? Ich habe keine Ahnung, wo der Kristall ist. Hier sind Bürger auf jeden Fall jetzt umgekippt. Ja, hier teilweise. So schwer, die zu finden. Ja? So. Dann gucken wir erstmal oben. Dann müssen wir die erstmal irgendwie hinter uns herziehen. Uah. Oh, krass. Aber du kannst sie kaum ignorieren, weil es so weh tut. Rüstung verbessert. Oh. Hier, oh, genau. Oh, oh. Ridlock, ist das Oreen? Im Was? Mit einem Wyvern? Oh. Welche ist Oreen? Ganz schön Muskeln bekommen. Alles klar, dass ihm die Muskeln auffallen. Da drüben Greif ist einer von den Kristallen. Ja. Vielleicht kann ich von hier aus gleich schon mal einmal meinen Meteorschauer benutzen. Da hilft noch eine Priesterin Cormier ist gerade mit. Ach, ich mag das, wenn hier so ein Action ist. Ja. Auf der anderen Seite ist vielleicht auch einer. Nee, der ist da oben auf dem Dach. Ah, da ganz oben. Ja, dann können wir aber unsere Tiere nehmen, oder? Kein schlechter Kampf. Um darüber zu kommen. Wow, ja, bei mir auch. Aufgeladen. Okay. Schau mal, wer hier oben ist. Alles klar. Kaputt, Iso. Hm? Und jetzt müssen wir runter und die Lieutenants noch kaputt machen. Mhm. Huch, Gott. Oreen ist gerade so haarscharf an mir vorbeigeflogen. Ein Freund dazu, dann sind wir zu dritt. Genau, wir wollen da gar keine Hilfe haben, Judok. Aber ich weiß, dass es nur lieb gemeint war. So, da hinten ist noch einer.
Tja, im Feldern ausweichen haben wir eine gewisse Übung, ne, mittlerweile. Jo. Maitrin lässt grüßen. Oder sagen wir eher Horix Kanonen und so. Hallo, Wallis Neria, grüß dich. So, okay. Aber trotzdem sind wir immer noch nur bei 14, also entweder da muss noch was kommen oder... Wir waren halt einfach bei den Kristallen ganz zu langsam, genau. Aber jetzt wissen wir, wie sie fahren. Richtig, allerdings haben wir da drüben jetzt noch so einiges vor uns. Da hinten ist nochmal Kampfgebiet jetzt hier im Norden. Oh wei. Die Kristalloase. Na, ob die wohl so bleiben wird? Mal gucken, wo der Kristall ist. Da muss ja wahrscheinlich hier auch noch ein Kristall dazugehören. Direkt daneben. Steht er daneben? Ich habe den noch nicht gesehen. Ja. Oh ja, Tatsache, gucken. ich sehe ihn auch. Immer gucken, woher die Kuppel kommt. Da, direkt daneben? Hä? Ich sehe ihn nicht. Kannst du ihn markieren? Ach da, ich alles markiere. Klar, jetzt habe ich ihn gesehen. Ja. Folge meinem Blitzstrahl hier. Das ist Unterkonstabler Case. Scheint, er ist nicht mehr in geheimer Mission unterwegs. Unterkonstabler Case. Töten, die ich kenne. Aber ich schätze, entweder er stirbt oder wir. Oh, teleportiert er sich? Munter und fröhlich durch die Gegend. Das finde ich nicht so gut. Oh nein, er hat einen neuen Kristall gemacht. Da ist die Kraft. Das Leben meinte es nicht gut mit ihm, machte ihn gemein. Gebrandmarkt zu werden, machte ihn noch gemeiner. Ja, ich bin fantastisch. Scheiße, ich bin angekettet. Ich hoffe, ich komme hier raus. Okay. Puh. Was denn, ist der Downset? Schade aber auch. Konstabler okay. Rahim wird wissen wollen, was aus seinem Unterkonstabler geworden ist. Verstärkung! Hier drüben! Okay. Noch mehr Totgebrannte. Aha. Und die nächsten zwei. Wollen wir erst im Norden oder erst hier unten gehen? Was ist näher dran? Ich guck mal kurz auf die Karte. Ach, der ist hier einfach geradeaus am Tor direkt. Oh Mann, hier mit den ganzen Scherben. Echt? Der Kristall ist oben. Der ist echt hier einfach mal komplett einfach so durch. Großartig. Ich wollte eigentlich ganz gerne aufs Mountain, aber es ist mir gerade nicht möglich. Au! Ich hab mir mit dem Hasen den Kopf gestoßen. Huiuiui, da muss aber erstmal. Huiuiuiui. Erstmal hier. Aufgeladen! Hui! Dann ist er auch direkt hier oben. Ja, ja. Schön. So, den hätten wir. Aber wir können hier auf der Mauer laufen, ha? Huh? Der ist nämlich auch. Vorsicht, außenrum. Da ist die Kraft. Wo ist er jetzt? Auch hier. Knapp. Mal wieder. Ist das mit dem Gewitter hier aber ganz schön herausfordernd. Ja, vor allen Dingen ist es hier ein Effektgewitter. Ich habe aktuell nicht nur auf alles auf Ultra stehen, sondern auch noch die Shader an. Ich meine, es sieht ohne Shader auch nicht viel weniger imposant aus. Ja. Nein, der hat mich getroffen. Der Blitz? Oh no. Passend. River, ein Angriff. Wo? Ich sehe keine Wirbeln.
Ah, da oben! Da ist einmal hier rüber gerockt. Gebrandmarkter Wivern. Der ist in der Mitte, alles klar. Da kommen wir. Uiuiuiuiui. Ob wir erstmal hier die Gebrandmarkten wegmachen? Da ist die Kraft. Damit wir das Kampffeld hier ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Oh, da ist er. Uhuhuhu. Schöne große Felder macht er, so lieb ich das. No, ich helf dir. Oh, ihr habt mich weggeschubst. Rüdlock, helf Golgari. Oh, oh. Alles klar. Boah, jetzt. Ich hätte noch einmal zur Seite stellen. Warte, ich pack jetzt mal unter dich. Jetzt kommt mehr. Ja, oh, dafür kommt jetzt lila Wolkengedönse. Ah, wenn er diesen Angriff macht, der ist bestimmt heftig. Ihr habt das Ding auf jeden Fall verletzt. Jo, verletzt haben wir es. Oh, Scheiße. Uiuiui. Gott sei Dank kam dann dieser Ringangriff von ihm, dieser Kickangriff, und hat mich aus dem... Oh, jetzt ist er weggeflogen. Kommt jetzt bestimmt irgendwo anders runter, oder? Kein schlechter Kampf. Wo ist er? Der fliegt jetzt. Ja, der fliegt hier die ganze hier Zeit. Aha. Gleich muss er irgendwie... Oh, alles klar. Diese Kristalle. Die Kristalle? Wow. Dann kommen hier gleichzeitig auch mal so ein paar andere Sachen runter. Oh nein, ich bin in einem Kristall. Ich werde schnell. No. Ich glaube, ich habe ihn auch gerade verkackt, den Erfolg. Ich war nämlich in so einer Scherbe gefangen. Hier, diese großen Scherben sollen wir, glaube ich, machen, die außen rum stehen. Genau. Oh, Scheiße! Ist das viel Schaden! Warte mal, ich muss hier raus. Das sollen wir alleine schaffen? Ich meine, natürlich, das skaliert ein bisschen, aber... Ja. Boah. Ich stehe irgendwie doof und bin gerade fest. Kater, jetzt geh von meiner Hand runter. Ich werde schneller. Oh, super. Großes Wasserfeld liegt hier, ja. Okay. Komm dann einmal mit Heilung, mit der Bubble. Aber weißt du jetzt wieder, was ich meine? Wir sind beim letzten Mal durch Poff eigentlich durch jeden Kampf so durchgegangen, ne? So wie so ein heißes Messer durch Butter. Und ich wusste aber vom letzten Mal, als ich auf einem Stage-Server solo gespielt habe, wie heftig teilweise die Kämpfe ganz solo gewesen waren für mich. Und irgendwie kriegte man so ein bisschen falschen Eindruck davon, wie der Schwierigkeitsgrad eigentlich ist, wenn man das immer direkt beim ersten Mal schon mit einer Fünfergruppe spielt. Kombination. Kalkatorik wird sich doch wohl keinen Scheuer als Leutnant gebrannt haben. Du, mein zweiter Erfolg ist auch schon weg. Aha, bei dir auch. Ne, das war das innerhalb von 12 Minuten. Ah, alles klar. Diese gesamte, oder wie, innerhalb von 12 ja. Minuten? Hm, oh. Die Stadt, das ist ja sportlich. Komm, wir machen in der Zwischenzeit einfach ein paar Leute. Ah, wunderbar. Die sind alle weg. Sehr schön. Da hinten ist so ein gebrandmarkter Priester noch. Zerschmettert die Kristalle, beeilt euch! Alles klar, dann wieder Kristalle. Meinetwegen. So, Nummer 1. Hier ist der nächste. Der ist ja schon fast hin. Haben wir noch einen? Oder waren es nur die zwei? Oh ne, es waren nur die zwei. Es waren vier, die anderen habe ich genommen. Ah, okay. Zwei auf jeder Seite. Oder in allen vier Himmelsrichtungen. Aufgeladen!
Na, schwingt er sich wieder hoch? Bei 25%. Jetzt hat er wieder eine Kuppel. Jetzt ist er wieder unverwundbar. Oh, das war Rin, oder? Yes! Mach der Sache ein Ende, Kommandeur. Okay. Yeah! Joko, Balthasar und jetzt Kalkatorik. Erinnert mich bitte daran, dass ich mir hier bloß nie ein Sommerhaus baue. Okay. Wow, und wo ist Aurin jetzt? Kaplong! Ich dachte, sie sagt jetzt Kapla. Was ich sagen wollte, erster Praxistest von Schraddels neuen technischen Verstärkungen erfolgreich. Und seht nur, ich habe Agent Kito mitgebracht. Kommandeur, wenn Kalkatoriks Diener jemand brandmarken können, der nicht mal in der Nähe ist, haben wir ein ziemlich großes Problem. Wir werden vor Ort Verbündete brauchen, um dem Einhalt zu gebieten. Und wir können nicht einfach nochmal Jokos Armee klauen. In Chiria wäre es leicht, Soldaten zu rekrutieren. Aber in Elona? Oh. Aurin! Wow! Aurin, wir haben dich überall gesucht. Was hast du dir bloß gedacht? Du hättest getötet werden können. Okay, sie redet wohl nicht mit... Hoch? Oh. Gut gemacht. Ich würde sagen, das nennt man eine Vision, oder? Habt ihr das alle gesehen? Hm. Ich bin doch nicht die Einzige, die das gesehen hat, oder? Nein. Aurin, ich verstehe das nicht. Das war... Was war das? Es war nichts Gutes. Die Schreie. Über den Rest bin ich mir ja nicht sicher. Aber die Stadt, das sah mir sehr nach Faranur aus. Wo zieht sie wieder dahin? Ah, Jugendliche. Sie werden so schnell erwachsen. ja. Zack! Und jetzt wird's wieder hell. Ja, wer räumt die Scheiße wieder auf, würde ich sagen. Wir brauchen eine Putzkolonne. Ich glaube aber auch, ja. Hammer. Okay, Agent Kito. Faranur, ihr kennt diesen Ort, Kito? Ich hab recht gehabt. Könnt ihr uns hinbringen? Ich kenne jeden Ort. Aber niemand kommt nach Faranur hinein. Und es will auch niemand. Es ist befallen. Faranur, die erste Stadt aus Guild Wars 1, auf der Istan Hauptinsel. Die Sonnenspeere sollen gewusst haben, wie man hineinkommt. Und wenn ihr Verbündete vor Ort braucht, wären sie für den Anfang passend. Ist klar, Sonnenspeere. Wo finden wir die? Ich nehme an, sie verstecken sich irgendwo im Astralarium von Istan. Die Person, die das Archiv leitet, könnte etwas wissen. Es sind nicht mehr viele übrig und Joko versucht, die Verbliebenen auszulöschen. Sie wollen nicht gefunden werden. Genauere Anweisungen. Also Istan. Ridlock, ihr bleibt mit Kanach hier und kümmert euch um mögliche Nachzügler der Gebrandmarkten. Taimi? Hier gibt es genügend neue Kalki-Trümmer, um Schraddel und mich tagelang beschäftigt zu halten. Aus Sicherheitsgründen sollten wir getrennt reisen. Ich gehe als erstes. Yonik bei den Docks kann eure Überfahrt arrangieren. Wir sehen uns in Istan. Oh mein Gott! Es ist Istan! Es ist das Astralarium auf Istan und es ist die erste Stadt Faranur. Wuhu! Wie gut ist das denn? Da sind wir zum ersten Mal übrigens in Guild Wars 1 mit Cormyr reingekommen.
Das wäre mal passend, wa? Vielleicht gehen wir noch mal kurz bei der Göttin vorbei und sagen, hier Buddha, beide Fische, komm hier, müssen noch mal in das Ding rein, du wusstest ja wie. Ach, wie cool. So, erstmal gucken wir, was wir jetzt hier bekommen haben. Dragoniterz, vergoldete Schatullen, Beutetaschen, natürlich XP und natürlich Karma. Oh, ich weiß eine gute Verwendung dafür. Und neue Beherrschungspunkte natürlich. Foxy war noch dazugekommen, aber Foxy ist jetzt schon ins Bett gegangen, oder? Gute Nacht und hallo Karaya, grüß dich. Es gibt eine neue Mastery, sehe ich gerade. Oh, muss ich noch nachgucken. Crystal Champion. Zu zweit ist recht angenehm. Solo kommt auf die Charakterklasse an. Harem bist du schon erfahren? Oder hat deine Frau schon gespielt? Deine Frau ist bestimmt schon durch die Story durch mit allen Charakteren. Du hast dich schon auf Istan gefreut. Du hattest damals mit Nightfall angefangen. Ach, wie cool. Nein, nein. Foxy noch da, nur AFK. Oder im Lurk-Modus wahrscheinlich. Und jetzt macht es mal solo. Ist machbar. Aber ich stand nach dem Kampf ohne Hose auf dem Platz. Okay. Okay. Ach, wie cool. Nein, ich fand, es war ein sehr angenehmes Schwierigkeitslevel zu zweit, muss ich sagen, oder? Was meinst du? Ja. Es war aufregend, insbesondere jetzt beim ersten Mal, aber es war ein angenehmes Schwierigkeitslevel. Es war nicht zu einfach. Warum rennt mein Charakter jetzt? Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich guck mal, ob wir nochmal mit denen reden können. Wir haben da nämlich noch jemanden mit einem Stern im Kopf hier, den Hauptmann Rahim. Kommandeur, wieder einmal stehen wir in eurer Schuld. Wie schlimm sieht es denn aus? Die Gebäude der Stadt sind erstaunlich gut erhalten. Was die Verluste angeht, wir haben so viele evakuiert, wie nur möglich war. Aber der Angriff kam so überraschend. Krakatorik hat uns definitiv seine neu erworbene Macht demonstriert. Kann sich Amnun davon erholen? Die Priester werden helfen, so gut sie können. Die Bevölkerung ist es gewohnt, mit Schwierigkeiten fertig zu werden. Ich wünschte nur, wir hätten den Angriff zurückschlagen können, bevor der ganze Schaden angerichtet war. Ihr solltet wissen, euer Unterkonstabler Quaise war unter den Gebrandmarken. Verstehe. Das ist... Ich muss es seiner Familie mitteilen. Quaise hatte eine Familie? Einen Sohn und eine Tochter. Quaise hätte alles getan, damit die beiden versorgt sind. Vielleicht hat er sich deswegen an die Hammerseen gewandt. Ich habe ihn wirklich gar nicht erkannt. Das haben nur wenige von uns. Oh, gar nicht gekannt. Oh, falls du jetzt keinen Erfolg bekommen hast, musst du bitte mit ihm reden. Ich habe jetzt Quaise Fall abgeschlossen. Ich habe dafür nämlich jetzt einen Erfolg bekommen. Es war kein Geheimnis, dass er illoyal war, mir und seinen Mistkavalieren gegenüber. Ach, Mitkavalieren meine ich natürlich, aber Mistkavaliere waren sie auch. Aber niemand hat ein solches Schicksal verdient. Möge Grendin zu einem besseren Ort begleiten. Was ist mit dem Rest der Stadt? Die Gebäude sind erstaunlich gut. Das habe ich schon gesagt, oder? Hast du. Ja, wir werden hier auch weiterhin alles tun, was möglich ist. Wir beide werden uns wiedersehen. Golgari? Ah, okay. Ja. Ich kann mit ihm nicht reden. Oh no! Aber du hast keinen Dingsbums dafür gekriegt jetzt? Oh. Während dem Gespräch nicht. Oh, okay. Dann müssen wir das für dich wohl später nochmal machen. Du musst ja auch nicht alles ohne Hose machen, Ingwer. Schön. Ich finde, das sollten sie mal fixen. Oder so halbe Sachen hier. Manche Sachen kannst du mit anderen Leuten machen, manche alleine und die Hälfte zählt dann nicht. Das ist Käse. Kristallchampion heißt die neue Beherrschung. Resonanzflüchtiger Magie. Festigt euren Bund mit Aurene, um gefahrlos flüchtige Magie sammeln zu können. Flüchtige Magie? Nein, ich hab's doch gesagt, es gibt eine neue Währung. Irgendjemand hatte doch gesagt, meinst du, es wird noch wilde Magie geben? Da habe ich doch gesagt, nein. Es wird bestimmt was Neues geben. Das ist bestimmt flüchtige Magie. Schön, okay. 2 Punkte braucht man aber nur dafür. Na denn. Okay, ich glaube, sonst gab es hier niemanden mehr zum Sprechen.
Ich sehe ja zumindest jetzt auf meiner kleinen Karte keine Sterne mehr. Ich sehe nur noch unsere persönlichen Wegmarken. Ich denke, dann gehe ich raus. Jo. Neue Währung, sagt Yudok auch. Hab's doch gesagt. Es gibt was Neues.